Also, Herr Professor Calvin, wir fangen nochmal an. Ich steige direkt ein. Sagen Sie doch bitte, was ist Ihr Forschungsgebiet und Ihr Fachgebiet? Also ich bin Leiter des Instituts für Raumplanung an der Technischen Universität Dortmund und wir beschäftigen uns seit mittlerweile 20 Jahren eigentlich mit Risiken, Risikomanagement im weiteren Sinne, wozu natürlich auch Hochwasserrisikomanagement gehört, aber auch andere extreme Ereignisse, ob das jetzt alpine Naturgefahren sind oder auch Küstensturmfluten, klimatisch bedingte Veränderungen wie Starkregen oder Hitze. Also letztendlich alle Risiken, die in irgendeiner Weise die Art und Weise beeinflussen, wie Boden und Raum im Grunde genommen genutzt werden kann oder sollte, weil das letztendlich ja die Profession der Raumplanung ist, Raum zu ordnen, zu entwickeln und zu steuern oder Raumnutzungen, Raumfunktionen auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen von international bis Quartier. Und so gesehen kommen wir halt auch immer wieder in Kontakt mit dem Thema Hochwasser, weil das eben omnipräsent ist. Es gibt ja quasi keine Region in Deutschland, letztendlich auch keine Kommune, seitdem die Starkregenproblematik so an Bedeutung zugenommen hat, die sich dieser Fragestellung vollends entziehen könnte. So gesehen ist es eigentlich mittlerweile das tägliche Geschäft für Planung oder auch für Planerinnen und Planer, sich mit solchen Fragen zu befassen. Okay. Sie sind von der Fachrichtung her, was für ein... Ich habe auch Raumplanung studiert. Aber es ist ein ingenieurwissenschaftlicher Studiengang. Wir haben also durchaus auch Modellierungsexpertise, also die Frage, wo können welche Risiken im Raum auftreten und wie breiten sie sich aus, welche Schäden können entstehen und dergleichen, das modellieren wir auch selber. Also es ist jetzt, geht nicht nur um die Frage, welche Bewältigungsstrategie ist jetzt vorstellbar auf regionaler, kommunaler Ebene, sondern auch um die Evidenzbasis selber. Also welche Risiken existieren tatsächlich auch und wie verändern die sich möglicherweise durch den Klimawandel? Okay, ich darf das kurz zeigen. Durch diese Broschüre bin ich auf Sie gestoßen. Das 18. Hochwasserschutzforum Metropolregion Rhein-Neckar, da haben Sie einen Vorwort geschrieben, das ich hochinteressant fand. Da sind wir auch sehr aktuell am Thema dran, nämlich die Flutkatastrophe, die vor allem das Ahrtal getroffen hat in Rheinland-Pfalz, aber auch weite Teile in Nordrhein-Westfalen. Sie haben da drin einen, man muss sagen, hier in Mannheim, wo die Redaktion Rhein-Neckar-Block angesiedelt ist, in der Metropolregion haben wir auch ein Hochwassergebiet, ein potenzielles, durch Rhein und Neckar und andere Nebenflüsse oder Bäche in der Region. Ich habe mir, kann man das sehen, ein bisschen zu hell, aber man sieht viele gelbe Stellen, die ich mir angeschaut habe. Das ist in dieser Form jetzt nicht unbedingt mein Fachgebiet und ich muss vieles häufiger nochmal nachlesen, bis ich es dann, denke ich, verstanden habe. Aber es gibt hier einen Satz, der kommt im Abschnitt vor Ihrem Fazit. Ich lese mal vor, weil ich glaube, dass das Thema ist, über das wir heute vermutlich intensiv reden können. Siedlungsrückzug ist als Handlungsoption international weit verbreitet in Deutschland tabuisiert. Ist das einer der zentralen Sätze, die in Ihrem Beitrag stehen? Ich habe so viel dazu geschrieben. Wenn es da drin steht und Sie es da zitiert haben, dann wird es auch so sein. Es trifft natürlich auch zu. Also wir haben ja vor kurzem ein Projekt dazu auch gemacht für das Umweltbundesamt und haben Schwierigkeiten gehabt, dafür auch konkrete Kommunen zu finden, die das mit uns diskutieren und vielleicht auch erproben wollen. Das ist einfach ein Stück weit deswegen tabuisiert, weil es ja das Sicherheitsversprechen im Grunde genommen des Staates in Frage stellt. Wenn man zugeben muss, ihr seid hier nicht mehr sicher, ihr müsst weichen, dann ist das natürlich eine Frage, die das Grundvertrauen in den Staat und seine Institutionen ein Stück weit zerbröckeln lässt. Das sieht man jetzt auch in Corona sehr deutlich, wo auch die Staatsverdrossenheit wahrscheinlich auch deswegen deutlich zugenommen hat, weil der Staat es nicht verstanden hat, seine Bevölkerung hinreichend zu schützen. Wir hatten nun mal über 90.000 Tote mittlerweile zu beklagen, die an oder mit Corona gestorben sind. Und hier ist es ähnlich, nach meiner Überzeugung.
Es herrscht immer noch das Paradigma der Gefahrenabwehr. Also Gefahren gilt es abzuwehren in Deutschland. Zuzugeben, dass man sie nicht mehr in der Lage ist, abzuwehren und dass man weichen muss, das wäre tatsächlich ein Paradigmenwechsel, der so jedenfalls im größeren Umfang bei den bisherigen Hochwasserereignissen nicht stattgefunden hat. Dass jetzt im Ahrtal eine solche Diskussion im Gange ist, ist natürlich ein Stück weit damit erklärbar, dass diese Zerstörungen, die da aufgetreten sind, so verheerend waren, wie eigentlich nirgendwo sonst in Deutschland seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Ob es aber gelingt, die Strukturen tatsächlich anders wieder aufzubauen als bisher, ist natürlich eine sehr offene Frage. Da kann Ihnen niemand eine abschließende Antwort drauf geben, jetzt 2 Monate nach dem Ereignis. Es ist aber zumindest bemerkenswert, dass man überhaupt öffentlich darüber diskutiert, ob man unter Umständen Strukturen auch anders oder an anderer Stelle wieder aufbauen sollte oder müsste. Herr Calvin, da sind Sie möglicherweise auf einem anderen Wissensstand als ich. Also mein Eindruck ist, dass es eben keine, also in den Medien kann ich das kaum erkennen. Und ich war jetzt selber über 3 Wochen in den vergangenen 8 Wochen vor Ort. Und da ist schon sehr früh vom Wiederaufbau gesprochen worden, während man immer noch eigentlich in der Aufräumphase ist. Aber so die Signale, die ich verstanden habe, waren die, auch von der politischen Seite her, dass man gesagt hat, wir haben jetzt einen großen Hilfefonds und wir bauen das wieder auf. Wo haben Sie Ihre Informationen her, dass es eine Diskussion gibt, dass das nicht mehr in dieser Form geplant, gewünscht und machbar ist? Also ich bin im Gegensatz zu Ihnen nicht vor Ort gewesen. Ich habe das teilweise aus den Medien entnommen, aber auch aus den Diskussionen, die wir mit unseren Partnern in dem Projekt geführt haben, dass Teile der betroffenen Wohnen umfasst, nämlich den Kreis Euskirchen, dass man das dort durchaus zumindest in Erwägung zieht und darüber redet. Es ist ja auch nicht so, als wenn irgendjemand dem Leerziehen des Ahrtals etwas abgewinnen könnte. Natürlich sind das gewachsene Strukturen, die es gilt zu erhalten. Es ist eine wertvolle Kulturlandschaft. Meine Perspektive darauf ist eher die einer risikobasierten Wiederaufbauplanung, die tatsächlich differenziert entlang des gegebenen Risikos. Und das ist nicht in erster Linie abhängig von der Gefährdung an sich, sondern eben auch von der Verwundbarkeit der unterschiedlichen Flächen- und Raumnutzungen und ihrer Schutzwürdigkeit. Gucken Sie sich das Beispiel an in Sinzig, wo tragischerweise 12 Bewohner, Bewohnerinnen eines Heimes für geistig Behinderte zu Tode gekommen sind, weil sie nicht rechtzeitig evakuiert werden konnten. Das sind Einrichtungen, die gehören einfach nicht in Bereiche, die auch nur potenziell überflutungsgefährdet sind, weil sie sich eben nicht selber helfen können. Das Gleiche gilt für Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen, Altenheime. Das sind eben Einrichtungen, in denen sich Personengruppen aufhalten, die besonders verwundbar sind und die eben anders behandelt werden sollten als normale Wohn- oder Gewerbegebiete. Das ist mit risikobasierter Planung gemeint. Dieses Prinzip der risikobasierten Planung ist übrigens auch kürzlich ins deutsche Planungssystem eingeführt worden mit der Beschlussfassung des sogenannten Bundesraumordnungsplans Hochwasserschutz, der am 19. August von der Bundesregierung bzw. vom Bundesinnenministerium als Rechtsverordnung verabschiedet worden ist und verbindliche Ziele enthält für alle nachgeordneten Planungsebenen, den ich übrigens im Auftrag des Bundesinnenministeriums zuvor konzipiert hatte. Also so gesehen, dieses risikobasierte Prinzip, was ich gerade versucht habe, kurz zu skizzieren, ist jetzt ohnehin geltendes Recht. Da kann kein Planungsträger mehr dran vorbei, bei seinen Erwägungen zum Hochwasserschutz eben auch die Verwundbarkeit und Schutzwürdigkeit der unterschiedlichen Nutzungen zu betrachten, was nach Vergangenheit völlig gefehlt hat. Da hat man sich alleine am räumlichen Umgriff gefährdeter Gebiete orientiert, aber nicht weiter darauf geachtet, was ist denn da eigentlich gefährdet? Um das richtig einordnen zu können, also ich spreche das erste Mal, also nicht das erste Mal mit einem Raumplanungsexperten, aber so dezidiert zu Hochwasserschutz und Risikoeinschätzung und was risikogefährdende Elemente sein können. Wir haben ja auf der einen Seite den Katastrophenschutz, der die Bevölkerung und auch physische Elemente in Katastrophenlagen
entsprechend schützen soll. Und das, was Sie machen, Raumplanung, inwieweit sieht man da, also bringe ich jetzt nicht so schnell zusammen, aber vermutlich, weil ich es nicht weiß. Inwieweit hängen denn Katastrophenschutz und Raumplanung zusammen? Ja, sie greifen eigentlich nicht zusammen. Das sind eigentlich zwei völlig getrennte Handlungssphären. Dass sie besser zusammengreifen sollten, schlage ich seit Jahren vor. Aber faktisch ist es eher völlig unabhängig voneinander handeln. Aber es gibt den sogenannten Risikokreislauf. Mhm. Es gibt die Vorbereitung auf das Ereignis oder auf Englisch Preparedness. Das ist das, was man macht, wenn man Sandsäcke aufschichtet, wenn man vielleicht schon mal die Einsatzkräfte zusammenruft, wenn man eine Warnung bekommen hat. Auch Frühwarnung selber gehört zu dieser Phase der Vorbereitung. Dann gibt es die Phase der Reaktion, also unmittelbar während und nach des Ereignisses. Das ist der Katastrophenschutz, der dort eben versucht, das Schlimmste zu verhindern, indem er evakuiert, indem er Menschenleben rettet. Und dann kommt die Phase des Wiederaufbaus, in der eben wir jetzt stehen und wo eben die Gelegenheit, das Gelegenheitsfenster da jetzt da wäre, die Strukturen anders wieder aufzubauen. Das ist im Übrigen auch das politische Motto der internationalen Strategie zur Risikoreduzierung, die von der UN 2015 verabschiedet wurde. Build back better in recovery and rehabilitation. Also nutze die Chance, die Strukturen besser zu gestalten, als sie vorher waren. Und dafür spielt im raumplanerisches Handeln eine wesentliche Rolle. Und dann kommt die Phase der Prävention, der Vorsorge. Das ist auch im Wesentlichen Aufgabe der Raumplanung, etwa über die Bauleitplanung, städtebauliche Planungen entweder nur dort zuzulassen, wo keine Hochwassergefahr besteht, oder aber in gefährdeten Gebieten Bauvorsorge festzusetzen, beispielsweise indem man Mindesthöhen über Gelände definiert, damit das Wasser nicht gleich ins Erdgeschoss reinfließen kann, oder indem man Kellergeschosse untersagt, oder aber zumindest dafür sorgt, dass dort keine vulnerable Nutzungen entstehen, wie zum Beispiel Öltanks oder also Stromverteilung. Das sind Maßnahmen der Prävention. Und dann, das ist im Prinzip als Kreislauf zu denken, dann kommt irgendwann das nächste Ereignis und dann geht es wieder los. Und in der Phase des Wiederaufbaus gibt es im Prinzip zwei denkbare Optionen, wie man dieses Build Back Better Prinzip angehen kann. Entweder eben die Strukturen woanders wieder aufzubauen, wo es sicherer ist, oder aber die Strukturen widerstandsfähiger zu gestalten, insbesondere über Bauvorsorge, beispielsweise die Fundamente so auszulegen, dass sie nicht unterspült werden können. Im Ahrtal sind ja viele Menschen zu Tode gekommen, nicht durch das Hochwasser selber, sondern durch ihre einstürzenden Gebäude, in denen sie sich nachts aufgehalten haben. Das kommt ja, unglücklicherweise kam es ja dazu. Das Ereignis ist auch nachts abgelaufen, zum Teil jedenfalls, wo die Menschen sich der Gefahr nicht bewusst waren. Also die Stabilität der Gebäude ist beispielsweise an der Stelle eine Stellschraube, wenn man denn Gebäude wieder aufbauen will in gefährdeten Gebieten. Oder auch die Stabilität der Infrastruktur, beispielsweise der Brücken, wo man etwa den Querschnitt erhöhen könnte, also einen größeren Durchfluss ermöglichen könnte. Oder auch die Fundamente der Brücke selber ertüchtigen könnte, um eben deren Einstürzen zu verhindern. Das sind die zwei Optionen, also Upgrading auf Englisch oder Relocation. Okay. Sehr verständlich erklärt, lieber Herr Greiving. Jetzt sind wir in der Situation, also wenn Sie selber noch nicht vor Ort waren, aber ich war nicht im Ahrtal, in den betroffenen Gebieten in Nordrhein-Westfalen war ich durchaus. Ja, genau. So, aber Sie werden gute Informationen haben und ich komme ja selber aus der Wissenschaft und weiß, da schießt man nicht besonders schnell, sondern muss erstmal valide Informationen sammeln, die auswerten, dann einordnen, aber trotzdem vielleicht auf dem Wissensstand, den Sie bislang haben. Wir haben hier, Sie haben es vorhin gesagt, eine gewachsene Struktur, auch ein altbesiedeltes Tal. Und wenn man vor Ort ist, waren da auch viele Gebäude, die 100 Jahre und älter waren. Was macht man denn mit solchen Gebäuden, die man eben nicht neu gestalten kann, die aufgrund ihrer baulichen Substanz kaum schützbar sind? Muss man da tatsächlich sagen, also historische Gebäude, sage ich mal. Und gerade Ahrweiler ist ja,
Ich kannte es vorher auch nicht, kann es mir aber sehr gut vorstellen, eine wirklich traumhafte Altstadt mit einer großen Stadtmauer außenrum, aber so typische Gebäude in teilweise, denke ich, Lehmbauweise mit Holzbalken zwischendrin. Muss man da tatsächlich, wenn man sich hart entscheidet, sagen, das funktioniert alles nicht, das können wir so nicht stehen lassen? Also von müssen kann keine Rede sein. Es gibt ja keine rechtliche Möglichkeit zu erzwingen, dass die Strukturen dort weichen. Das muss ja letztendlich auch aus der dörflichen oder städtischen Gemeinschaft selber entschieden werden. Also es kann nicht von oben angeordnet werden. Das funktioniert nicht. Das sieht man auch in vielen anderen Ländern. Das würde nur massive Widerstände vor Ort provozieren. Man kann das nur im Einzelfall betrachten, entlang, wie ich finde, dieses Risikoprinzips. Man darf ja auch nicht vergessen, das war ein so ungewöhnliches Ereignis, dass man nicht befürchten muss, dass das so in dieser Dimension regelmäßig auftritt. Also es ist ja durchaus tolerabel, Wohngebiete, Industriegebiete, öffentliche Infrastruktur in solchen Gebieten zu unterhalten, wenn man eben mindestens die Einrichtungen, die eben besonders verwundbar sind, anders behandelt. Wenn man die Einrichtungen, die besonders gefährlich sind, anders behandelt, beispielsweise chemische Industrie. Es gibt viel, auch Sie kommen ja aus der Region Rhein-Neckar, Sie wissen ja, BASF in Ludwigshafen. Solche Einrichtungen sind ja im Überflutungsfall selber Gefahrenquelle, etwa indem toxische Stoffe freigesetzt werden, die dann nachfolgend die Gewässer verunreinigen oder möglicherweise auch gesundheitliche Schäden bei Menschen hervorrufen. Das sind also diese beiden Nutzungen im Prinzip, gefährliche Nutzungen und solche Nutzungen, die besonders verwundbar sind, die man anders behandeln sollte. Mhm. Es gibt natürlich auch immer noch die Möglichkeit, den technischen Hochwasserschutz zu verbessern. Auch das wird im Einzelfall zu prüfen sein, gerade wenn es um historisch wertvolle Bausubstanz geht. Es gibt ja viele Städte, die auch in den letzten Jahren stark von Hochwasserereignissen in Landschaft gezogen worden sind, auch in Ostdeutschland, die dann eben auch einfach einen verbesserten Hochwasserschutz bekommen haben. Dabei gab es allerdings auch Konflikte mit dem Denkmalschutz, weil man solche Hochwasserschutzmauern als Beeinträchtigung des Ortsbildes betrachtet hat. Und das hat dann in Grimma etwa dazu geführt, dass die Mauer nach 11 Jahren immer noch nicht fertig war und die Altstadt nach 11 Jahren nochmal zerstört worden war, 2013 nach 2002. Also wo sie gerade diese denkmalgeschützte oder denkmalwürdige Bausubstanz ansprachen. Ja. Man muss aber auch bedenken, technischer Hochwasserschutz hat immer seine Grenzen. Das Ereignis, wie es jetzt wohl aufgetreten ist, war ja so extrem, dass erstens niemand das für möglich gehalten hat im Vorfeld und zweitens auch keine Maßnahme ausgereicht hätte, sich davor zu schützen. Auch nicht vergrößerte Regenrückhaltebecken oder dergleichen. So gesehen ist, ich weiß nicht, ob das in dem Beitrag auch ein Zitat drin ist, kann sein, muss aber nicht, ist auch zu konstatieren, dass mit zunehmender Sicherheit auch der Schaden wächst, falls es dann doch nicht reichen sollte, also der Schutzgrad dessen, was man da gebaut hat an Deichen oder Poldern, weil die Menschen dann dazu neigen, sich aufgrund der Schutzmaßnahmen sicher zu fühlen. Und wenn sie sich sicher fühlen, werden keine zusätzlichen Maßnahmen mehr ergriffen, etwa Objektschutz oder Verhaltensvorsorge, also Stichwort Evakuierung. Hm. Das ist das Ambivalente solcher entsprechenden Schutzmaßnahmen. Aber auch das sogenannte Schwammstadtprinzip, was man jetzt überall Land auf Land abliest als Lösung, hätte hier nicht genutzt, weil einfach die meteorologischen Vorbedingungen auch so schlecht waren, wie sie nur hätten sein können. Die Böden waren vorher schon durchnässt, die Speicher waren vorher schon voll, sodass das alles keinen großen Unterschied gemacht hätte. Wenn der Boden durchnässt ist, dann wird das Niederschlagswasser genauso oberflächlich abfließen wie auf einer versiegelten Fläche. In solchen Ereignissen, wie wir da erlebt haben, hilft eigentlich nur noch der Katastrophenschutz, der dafür natürlich funktionieren muss. Also was topografisch noch dazu kommt, ist dieses Schiefergestein. Ja, das ist nicht versickerungsfähig. Genau. Also ich meine geologisch. Geologisch, Entschuldigung, ja. Da ist wenig Erdmasse da, in der versickern kann. Dann kommt der Stein und das ist wie eine Badewanne. Mhm. Vielleicht als Bild zu sehen. Aber Sie haben eben gesagt, es war wenig im Vorfeld zu tun. Ich bin noch nicht fertig mit meinen Recherchen. Aber wir hatten ja 2016 auch ein hohes Hochwasser, gerade im Ahrtal.
Da wurden, wie mir berichtet wurde, viele Maßnahmen besprochen, um dagegen zu wirken. Die seien aber allesamt nicht umgesetzt worden. Und eine zweite Sache, die immer wieder auftaucht, ist, dass das Liegenlassen von Totholz, das Nichtbewirtschaften der Uferböschung und entsprechendes Freiräumen möglicherweise mit ursächlich ist für das, was sich dann da entwickelt hat, dass es eben, Sie haben den Querschnitt der Brücken angesprochen, dort Stauungen gebildet haben und dann kaskadenartig, wie so eine Domino-Reihe, an einer Brücke staute es sich, bis die brach, dann kam eine Riesenwelle, bei der nächsten Brücke wieder genau dasselbe. Es hat sich aufgestaut, sie wurde zerstört, brach die nächste Welle und so ging das ganze Tal durch. Denken Sie, dass man das rückwirkend wissenschaftlich betrachtet tatsächlich so untersuchen kann, um herauszufinden, wie kam es zu diesem Jahrhunderthochwasserereignis? Man sollte da nicht von einem Jahrhunderthochwasser sprechen, ist nach dem, was ich darüber weiß, ist es weitaus seltener, also statistisch. Okay. Aber das ist übrigens Teil des Problems. Also der Hochwasserschutz oder beziehungsweise die Hochwassergefahrenkarten, die es ja auch vorher gab für das Ahrtal, basierten ja auf beobachteten Ereignissen der Vergangenheit. Also seitdem es wissenschaftliche Beobachtungsdaten gibt, es gab wohl, so wie ich der Presse entnommen habe, weiter zurückliegend auch schon Ereignisse, die darüber hinausgegangen sind, als das, was man in diesen Hochwassergefahrenkarten dargestellt hat. Es war ja jetzt auch so, dass, ich habe mir das mal angeguckt, beispielsweise in Schuld, dass ein Großteil des Ortes in der A-Schleife nicht als gefährdet galt. Selbst bei dem größten, laut offizieller Hochwassergefahrenkarte für möglich gehaltenen Hochwasserereignis galt der Ort als sicher. Das heißt, es ist immer die Frage, auf was man sich eigentlich vorbereiten kann und will. Bei so extrem seltenen Ereignissen wird es immer eine Güterabwägung bleiben, weil Hochwasserschutz in dem Sinne, dass ich Gebiete meide, die gefährdet sind, ist natürlich auch immer mit sogenannten Opportunitätskosten verbunden. Also es ist einfach auch Nachteil damit verbunden, wenn ich Flächen nicht nutzen kann, die ich sonst in den engen Tälern ja auch dringend brauchen kann für Zwecke der Siedlungsentwicklung. An den Steilhängen zu bauen, ist ja nun auch keine wirklich sinnvolle Alternative. Jedenfalls, ob man das jetzt nachmodellieren kann, wie das Ereignis im Detail abgelaufen ist, vermag ich mit dem Kenntnisstand, den ich habe, nicht wirklich zu beurteilen. Es sind ja sehr schwer zu modellierende Abläufe, gerade diese Verklausungseffekte, die Sie da beschrieben haben. Ich habe auch Bilder gesehen, da waren auch Wohnwagen und Autos und Bäume und so weiter. Das war nicht nur das, was man jetzt vielleicht aus Uferböschung nicht entfernt hatte im Vorfeld, sondern es war auch andere Sachen, Trümmer, die bei dem Ereignis selber erstmal überhaupt entstanden waren. Ob man das so durchmodelliert kriegt, man kann natürlich in Jaschers Abflussmodellen quasi Brücken dicht machen und definieren, an der Stelle findet kein Abfluss mehr statt und dann schauen, was passiert, wo das Wasser dann seinen Weg sucht. Das mag sein, dass man das auf diese Weise nachvollziehen kann, aber die Effekte der Zerstörung dieser Brücke und dann nachfolgend der Flutwelle kann ich mir schwer vorstellen, zumal ja auch die Pegel ausgefallen sein sollen. Also die wirklichen Wasserstände weiß kein Mensch. Und damit kennt auch keiner den genauen Durchfluss, der da aufgetreten sein mag, genau. Ja. Es gibt vielleicht Hochwassermarken an stehen gebliebenen Gebäuden, aber jedenfalls war der Pegel wohl so hoch über dem, was man vorher erwartet hat, als mögliches Maximalereignis, dass, wenn man das zugrunde legen würde, ja letztendlich alles Überschwemmungsgebiet ist im Ahrtal. Das wird sicherlich nicht die Konsequenz daraus sein, dass man die Überschwemmungsgebiete derartig ausdehnt. In Überschwemmungsgebieten besteht ja faktisch auch ein weitestgehendes Bauverbot. Wobei, das muss natürlich immer einschränkend gesagt werden, immer nur für zusätzliche, zukünftige Nutzungen. Der Bestand genießt Bestandsschutz und auch zerstörter Bestand genießt eigentlich Bestandsschutz. Also die Baugenehmigung gilt fort. Ich brauche nur dann eine neue Baugenehmigung, wenn ich das Gebäude woanders errichten wollte. Was natürlich den Wiederaufbau an anderer Stelle auch ein Stück weit erschwert, weil dann erst die ganzen Planungsprozesse durchlaufen werden müssen.
was übrigens für öffentliche Infrastruktur auch gilt, wie etwa die Straßen- und Schienenwege. Auch da gelten die Planfeststellungen fort. Ich brauche also keine neuen Genehmigungen für die Wiederherstellung von Infrastruktur. Wenn ich sie aber anders wiederherstellen wollte, dann bräuchte ich neue Genehmigungen. Sie haben in Ihrem Text hier aus dem Hochwasserforum das Beispiel eines Deichbruchs bei Tangermünde, ja, im Kontext des Elbehochwassers im Juni 2013 beschrieben. Dann informieren Sie darüber, es gibt dort 520 EW und Einzelgehöfte. EW sind Einwohner. Einwohner, ah. Und eine Fläche von 200 Quadratkilometern war überflutet worden. Es wurden staatliche Hilfen in Höhe von ca. 144 Millionen Euro für einen Wiederaufbau an gleicher Stelle gezahlt. Und dann Ihre Schlussfolgerung: Dies ist als verpasste Chance für Siedlungsrückzug in der demografisch stark schrumpfenden und überalterten Region Altmark anzusehen. Also wenn ich das richtig verstehe, sagen Sie, wir haben demografisch einen Landstrich, der überaltert ist, der offensichtlich in seiner Siedlungsattraktivität deutlich abgenommen hat, haben aber dann das Geld genommen, um das wieder aufzubauen, obwohl eigentlich erkennbar ist, dass die Menschen dort abwandern. Richtig verstanden? Das ist so. Ja. Zumal es dann dort auch keine tragfähige Infrastruktur gibt. Also man muss lange Wege zurücklegen zu den Schulen, zu den Einkaufsmöglichkeiten, zu den Kulturstätten, sodass es eine Gelegenheit gewesen wäre, die sogenannten zentralen Orte, also die naheliegenden, der Tangermünde zu stärken, indem man beispielsweise sagt, man kann ja niemand dazu zwingen, aber man hätte sagen können, wenn man es politisch gewollt hätte, ihr bekommt die Entschädigungen, wenn ihr das Gebäude im nächsten zentralen Ort wieder aufbaut. Also ja. Dass diesen Anreiz hätte man, das ist so ein bisschen angelehnt an das Buyout-Programm, oder an diese Buyout-Programms, die in den USA seit langem existieren. Da wird also eben über solche finanziellen Anreize versucht, die Leute aus den gefährdeten Gebieten rauszukaufen. Ja. Das hätte man hier auch so machen können, wenn man sowieso schon Geld in die Hand nimmt, um die zerstörten Gebäude wieder errichten zu lassen. Das will ich aber jetzt nicht so verstanden wissen, dass das auch im Ahrtal ein sinnvoller Ansatz sein würde, weil das Ahrtal nicht überaltert ist und auch durchaus über tragfähige Infrastruktur verfügt und ein ganz anderer Lebensraum ist als dieser jetzt 2013 betroffene Landstrich in der Altmark. In Altmark damals wäre eben eine Option gewesen, die Probleme, die mit dem demografischen Wandel dort verbunden sind, nennen wir es mal Synergieeffekt, an der Stelle gleich mit zu erledigen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich glaube zum Beispiel, dass der Altersdurchschnitt in Bad Neuenahr, Altenahr, mir wurde es zugetragen, habe ich noch nicht verifiziert, deutlich über 60 Jahre liegt. Ja, das hat aber einen anderen Hintergrund. Das ist ein Kurort. Ja. Da sind also relativ viele, soweit ich weiß, relativ viele solvente Rentner, Rentnerinnen, Pensionäre hingezogen, bewusst aufgrund der für sie sehr attraktiven Infrastruktur, gerade im Bereich der kulturellen, also der Bäderangebote, Kultur- und Gesundheitsangebote. Ja. Ein ähnliches Phänomen gibt es auch in den Städten Weimar und Görlitz in Thüringen und Sachsen. Das ist aber jetzt nicht zu vergleichen mit der Situation dort in der Altmark. Okay. Herr Professor Kreibing, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie haben ein aktuelles Forschungsprojekt, ich glaube in Euskirchen, richtig? Im Rheinischen Revier, genauer gesagt. Im Rheinischen Revier, was machen Sie denn da? Vom Braunkohletagebau und deren Auslaufen gekennzeichnet ist. Und das, da haben wir zwei, sagen wir mal, räumliche Lupen, also neben dem gesamten Raum eben auch noch den Kreis Euskirchen und die Stadt Düren als kommunale Lupe sozusagen. Es geht um die Strukturwandelprozesse dort, die wir analysieren und wo wir eben Strategien entwickeln wollen, mit den strukturellen Herausforderungen umzugehen. Dazu gehört neben Siedlungsentwicklung und aber auch die Frage, wie geht man mit dem Freiraum um und den Veränderungen, wie sieht das mit der Mobilität aus, mit der Daseinsvorsorge und auch welche Einflüsse der Klimawandel auf diese Fragestellungen aus. Und vor dem Hintergrund haben wir diese Frage,
Hochwasser ohnehin auch völlig ohne Zusammenhang jetzt mit dem aktuellen Ereignis von Anfang an auch mitgedacht und auch entsprechende Modellierungen durchgeführt für diese Region, die jetzt natürlich den kommunalen Akteuren sehr zu Pass kommen als eine Informationsgrundlage. Okay, ich versuche nochmal auf was hinzukommen, was ich natürlich hier aus den Gemeinden im Wahlkreis Weinheim, in Südhessen, in der Vorderpfalz und in Nordbaden kenne. Es gibt immer wieder die Debatten über die Flächenversiedlung und natürlich ein großes Bedürfnis, ein Begehren bei den Kommunen, neue Flächen zu entwickeln, entweder als Gewerbegebiet oder als Baugebiet. Sie haben in Ihrem Beitrag auch geschrieben, der Raum Rhein-Neckar gehört zur Kategorie deutlich überdurchschnittliche Flächenentwicklung, 150-200% gegenüber dem bundesdeutschen Durchschnitt von 100. Das heißt, hier sind die entsprechenden Flächenentwicklungen deutlich stärker als im großen Rest der Bundesrepublik. Und die Ursachen dafür sind ganz klar. Neue Einwohner bedeuten höhere Einnahmen, was Steuerumlagen geht, auch mögliche Förderungen, um dann weitere Infrastruktur aufzubauen oder vorhandene Infrastruktur zu erhalten, siehe Schulen, Sportstätten und andere Dinge, die Gemeinden attraktiv machen. Wie löst man denn, und da gehe ich wieder zurück auf das, was ich eingangs zitiert habe, dass der Siedlungsrückzug international zwar weit verbreitet, in Deutschland aber tabuisiert ist. Ich glaube, das hat einen inneren Zusammenhang. Es gibt einfach die Anreize der Entwicklung von Kommunen, hat eindeutig mit Siedlung zu tun. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir entsiedeln, dann entstehen Nöte bei den Gemeinden. Wie könnte man das voneinander entkoppeln, also diesen Wirkungszusammenhang? Gibt es da auch Lösungsansätze? Naja, zunächst mal wächst der Raum Neckar natürlich, weil es ihm wirtschaftlich so gut geht. Also es hat eine entsprechende Wirtschaftskraft. Ja. Das führt dazu, dass Bevölkerung auch dort zuzieht. Es ist ja nicht so, als wenn es natürlich Bevölkerungswachstum geben würde dort, sondern es ist zuzugsgetrieben. Und gerade der zuzugsgetriebene Zuzug führt eben auch zu diesem Druck auf diese Flächenentwicklung in den Gemeinden um Ludwigshafen, Mannheim rum. Es ist ja nicht nur Esslingen, die Kernstadt, sondern auch Suburbia, also die anderen Umlandgemeinden im Metropolraum Rhein-Neckar, die das in erster Linie vielleicht sogar mehr als Mannheim und Ludwigshafen selber betrifft. Das ist nun mal erstmal Faktum. Hinzu kommt, dass mit zunehmendem Wohlstand auch der Wohnflächenverbrauch steigt. Also jetzt abgesehen vom Wachstum der Einwohnerzahl, hat auch jeder einzelne Einwohner, jede einzelne Einwohnerin immer mehr Wohnfläche pro Kopf. Ein Effekt, der dazu beiträgt, ist übrigens auch die Abwanderung aus den ländlichen Räumen. Also der Flächenverbrauch pro Kopf und auch das Wachstum des Flächenverbrauchs pro Kopf ist im ländlichen Raum viel größer als in den Kernstädten. Vor allen Dingen, weil die Anzahl der Haushaltsmitglieder so gering ist. Also es leben viele alleinlebende Ältere in ihren Einfamilienhäusern, ziehen aber nicht in kleinere Wohnungen und machen diese Häuser frei, sodass da also letztendlich auch ein Teil des Wohnungsmangels herrührt. Es gibt gar nicht unbedingt zu wenig Wohnungen in Deutschland, sondern dummerweise nicht dort, wo sie nachgefragt werden. An anderer Stelle stehen sie ja leer, auch im Odenwald zum Beispiel. Die Städte müssen ja auf diesen Druck reagieren, weil Sie sehen es ja jetzt auch in den Medien. Wir haben einen irrsinnigen Anstieg in den Immobilienpreisen und auch auf dem Mietwohnungsmarkt. Ja. Natürlich auch mit den niedrigen Zinsen zu tun. Keine Frage, Investitionen, Sachwerte. Die Leute können sich auch mehr leisten, vielleicht auch größere Wohnungen und Häuser leisten als vorher, was wiederum den Flächenverbrauch steigen lässt. Dann haben wir natürlich auf der anderen Seite auch viele Schutzgebietsausweisungen, also gerade auch in den Mittelgebirgen. Also viele Bereiche können auch gar nicht als Siedlungsfläche genutzt werden, weil sie beispielsweise Waldfläche sind oder weil sie Naturschutzgebiet sind oder vielleicht auch, weil sie Überschwemmungsgebiet sind. Und dann ist es natürlich schwierig, zumindest die deichgeschützten Gebiete auch noch vor Besiedlung freizuhalten. Es gibt ja am
Mittelrhein eine Menge von Flächen, die potenziell überflutungsgefährdet sind, aber nicht überflutet werden oder jedenfalls nicht überflutet worden sind in der Vergangenheit, weil sie deichgeschützt sind. Gerade in diesen deichgeschützten Gebieten neigen aber die Gemeinden dazu, die durchaus existierenden Hochwasserrisiken zu ignorieren, was dazu führen würde, dass im Fall eines Deichbruches eben Großflächen, auch Siedlungsflächen überflutet werden würden, auch gerade im Rhein-Neckar-Raum. Da kann ich jetzt nicht pauschal darauf antworten, wie kann man das Problem lösen. Ich würde jedenfalls sagen, man müsste die Gemeinden mindestens mal dafür sensibilisieren, dass es überflutungsgefährdete Räume sind. Man kann ja auch, es gibt ja auch kein Schwarz-Weiß, es geht ja nicht unbedingt darum, alle Flächen freizuhalten, aber man muss eben auf die existierenden Hochwasserrisiken angemessen reagieren, beispielsweise über Bauvorsorge. Es wäre ja ohne weiteres möglich. Es ist natürlich en vogue heutzutage, barrierefrei zu bauen. Also wer hat schon noch Treppen zum Erdgeschoss hin? Wer hat noch einen Keller im Neubaubereich? Aber es wäre ohne weiteres möglich, für die Gemeinden Mindesthöhen über Gelände zu definieren, für die Erdgeschosse. Das kann schon einen entscheidenden Unterschied machen, wenn das Gebäude im Erdgeschossniveau einen halben Meter über dem umgebenden Gelände liegt. Ich kann ja mit Rampen operieren, ohne barrierefrei zu gefährden, also statt Stufe eine Rampe zum Erdgeschossniveau hin. Das Gleiche gilt übrigens auch für öffentliche Gebäude. Auch da kann man auf diese Weise Barrierefreiheit gewährleisten. Das sind beispielsweise Möglichkeiten, auf die Hochwasserrisiken in deichgeschützten Gebieten zu reagieren. Man kann selbstverständlich und sollte auch Rückhalteräume schaffen. Nicht nur die großen Flutpolder, die es ja ohnehin am Rhein gibt, sondern auch dezentral in den Baugebieten Notwasserwege definieren, wo das Niederschlagswasser sich eben schadensfrei oder schadensarm sammeln kann. Man kann die Straßenprofile auch verändern. Man kann V-Profile einführen, die eben die Mitte des Straßenraums quasi als Retentionsraum ermöglichen würden, ohne die Barrierefreiheit der Straße infrage zu stellen, also zu den Bürgersteigen oder zu den Privatgrundstücken hin. Es muss nicht der alte Hochbordstein wieder sein. Also es gibt eine fast Vielfalt an Möglichkeiten, die man hat. Man kann aber eben auch die besonders verwundbaren oder gefährlichen Nutzungen anders behandeln und aus den Gebieten raushalten. Das ist eben dieses risikobasierte Planen, was ich propagieren würde. Also es ist nicht schwarz-weiß, es darf nicht keine Siedlungsentwicklung mehr stattfinden, aber man muss eben Siedlungsentwicklung in überflutungsgefährdeten Gebieten anders betrachten als in Gebieten, die nicht überflutungsgefährdet sind und nicht so tun, als wenn es keine Überflutungsgefahr geben würde. Und das ist eigentlich das eigentliche Problem, vor allen Dingen in den deichgeschützten Gebieten. In den Überschwemmungsgebieten selber passiert sowieso nichts mehr, da besteht Bauverbot. Aber das sind halt nur die nicht geschützten Gebiete. Ja. Herr Professor Greibing, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich würde langsam zum Ende kommen. Ich habe anschließend an das, was Sie gesagt haben, noch eine Frage. Und dann hatten Sie uns mir im Vorgespräch erzählt, dass es demnächst eine Veranstaltung im Oktober geben wird. Die erste Frage wäre, wenn, also hier geht es dann nicht nur um Raumplanung, um Bauformen, um Gesetzgebung, sondern wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es auch in weiten Teilen um Psychologie. Wie geht man tatsächlich mit den Gefahren um? Wie schätzt man sie ein? Wie bleibt man weiter wachsam? Und wenn ich mir das Ergebnis jetzt anschaue, 133 Tote allein in Rheinland-Pfalz, insgesamt rund 180, dann vermutlich in Rheinland-Pfalz eine bislang nur geschätzte Schadenshöhe von 16 Milliarden Euro auf dieser Strecke von knapp 50 Kilometern im Ahrtal. Ich bin mir sicher, dass man mit, was Sie vorhin alles angesprochen haben, mit entsprechenden Hochwasserschutzmaßnahmen, ob das jetzt Rückhaltebecken sind, anderer Brückenquerschnitt, irgendwelche baulichen Veränderungen, wäre das zu einem Bruchteil des Geldes möglich gewesen, der jetzt notwendig sein wird, um die Schäden zu beseitigen und die Infrastruktur wieder aufzubauen. Da bin ich, glaube ich, kann man, glaube ich, von ausgehen, oder? Das ist so. Insbesondere Bauvorsorge ist unglaublich kosteneffizient. Das geht kann bis zum Nutzen-Kosten-Verhältnis von 100:1 gehen. Also jeder Euro, den Sie da einsetzen in Bauvorsorge, kann Ihnen 100 Euro Schaden ersparen. Genau, so, danke, das Beispiel versteht jeder. Jetzt komme ich zur Psychologie. Ja, Augenblick bitte. Ich muss ganz kurz mal unterbrechen.
an die Trolle, die nichts Besseres zu tun haben, als irgendwelche wütenden Smileys zu schicken, lasst es einfach. Es lässt sich keiner davon beeindrucken. Dankeschön. Auch das gehört dazu, Herr Professor Greiving. Becker achtet darauf und macht den Cerberus im Hintergrund. Zur Psychologie. Woran, Sie werden sich, auch wenn Sie kein Psychologe sind vom Fachgebiet her, Sie werden sich hundertprozentig Gedanken darüber gemacht haben. Woran hängt das, dass die Einsicht in dieses nachvollziehbare Beispiel 1 zu 100, was Sie gerade gesagt haben, so schwer ist? Erstmal ist Risikowahrnehmung tatsächlich ein Phänomen, was von unterschiedlichen Faktoren abhängt, vom Perzipienten, also von dem Individuum, was Risiken wahrnimmt. Beispielsweise sind ebenfalls im Durchschnitt Frauen sehr viel risikoaversiver als Männer, also versuchen Risiken stärker zu vermeiden als Männer. Ältere versuchen das stärker zu vermeiden als Jüngere. Ja. Das hängt aber auch davon ab, wie sie kulturell geprägt sind. Also unsere Gesellschaft in Deutschland insgesamt gilt global als sehr risikoaversiv gegenüber anderen Gesellschaften. Und es hängt auch davon ab, über welche Risiken wir reden. Also sogenannte Dread Risks, also wie das jetzt Schrecklichkeitsrisiken, werden tendenziell eigentlich sogar überschätzt, nicht unterschätzt. Also es macht einen Unterschied wahrnehmungspsychologisch, ob nur mal als Beispiel, einmal 100 Tote beim Flugzeugabsturz auftreten oder 100 Mal jemand im Straßenverkehr beim Autounfall zu Tode kommt, weil das ganz anders wahrgenommen und auch medial vermittelt wird. Das heißt, diese Altersrisiken sind eigentlich, sagen wir mal statistisch gesprochen, die viel größeren Probleme, also Rauchen, Trinken und dergleichen als solche Naturkatastrophen. Generell ist es auch so, dass man Naturkatastrophen eher oder Naturgefahren eher bereit ist, in Kauf zu nehmen als Technikgefahren, weil man da sich leichter tut, jemanden die Schuld zuzuweisen, also beispielsweise einem Unternehmen, was dort produziert, oder beispielsweise dem Energiekonzern, der ein Atomkraftwerk betreibt. Natur kann man schlecht die Schuld geben an der Stelle. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Mensch dazu neigt, solche Ereignisse relativ schnell wieder zu vergessen. Fachleute sprechen da von der sogenannten Hochwasservehemenz. Also nach wenigen Jahren sind solche Ereignisse in der Regel sowohl politisch medial als auch im Bewusstsein der Bevölkerung schon wieder weitgehend in Vergessenheit geraten. Das ist das Problem an der Stelle. Wenn man dann sagt, 100-jähriges Hochwasser, übrigens nicht das 100-jährige, sondern das 100-jährliche, es dauert ja nicht 100 Jahre an, sondern es tritt einmal in 100 Jahren auf. Ja, okay. Dann ist das erstmal vergleichsweise wenig bedrohlich für die potenziell Betroffenen, die sich dann zumindest, wenn es kürzlich aufgetreten ist, auch eher in Sicherheit wähnen. Wobei die Statistik 100 Jahren ja nicht ausschließt, dass es morgen oder übermorgen nochmal wieder auftritt. Also da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, die dazu führen, dass die Menschen solche Ereignisse jedenfalls, wenn es nicht kürzlich in ihrer unmittelbaren Umgebung stattgefunden haben, tendenziell nicht richtig einordnen können. Es muss immer erst was passiert sein, damit das politisch, aber auch bei den Betroffenen ankommt und eine gewisse Einsicht einkehrt. Und dann gibt es eben ein Gelegenheitsfenster. Aber das sind wirklich nur wenige Jahre. Wenn in diesen wenigen Jahren keine politischen Entscheidungen getroffen werden, etwa die Wiederaufbauphase dafür zu nutzen, die Strukturen anders zu gestalten, dann ist das Gelegenheitsfenster auch wieder geschlossen und dann wird auch nichts mehr passieren in den kommenden Jahrzehnten. Danke für den Hinweis, Herr Professor Greiving, das wissen Sie nicht. Ich war 2004 zufällig auf Phuket in Thailand, als der Tsunami kam. Da eine kleine Anekdote, auf einer Insel, deren Namen ich jetzt nicht mehr erinnere, so ein kleines Dorf, 300-400 Einwohner. Und da haben die Dorfältesten, das ist ein Hinweis, dass es solche oder vergleichbare Tsunamis irgendwann in dem vergangenen Jahrhundert schon mal gegeben haben muss. Die haben gesehen, dass das Wasser sich zurückzieht. Also die leben da relativ autark auf der Insel, sehr stark mit der Natur verbunden. Und die Dorfältesten haben dann das ganze Dorf mit Mann und Maus in die Berge geschickt. Da gab es kein einziges Opfer, also weder ein Mensch noch eins der Tiere in dem Dorf ist ums Leben gekommen, weil die richtig reagiert haben. Und das ist einfach auf der Grundlage gewesen,
Keiner von denen kannte so einen Tsunami, aber über die Generationen ist das tradiert, mündlich übermittelt worden. Geht das Wasser zurück, gibt es nur einen Weg hoch in die Berge. Und das hat den Menschen dort vor Ort das Leben gerettet. Vielleicht, weil sie ein bisschen näher an der Natur leben und nicht mit so einer Vollkasko-Mentalität, wie man es ja teilweise hier sagt, in Deutschland. Meine letzte Frage an Sie, Herr Professor Greiving, diese Veranstaltung im Oktober, wann ist die, wo ist die und worum soll es da gehen? Ja, sie ist am 22. Oktober von 9 bis 13 Uhr in der Stadthalle der Stadt Rheinberg. Es geht um zweierlei, es geht um Wiederaufbau, aber es geht auch um langfristige Strategien der Prävention. Eingeladen werden sollen vor allen Dingen die politischen Spitzen aus den betroffenen Gemeinden und Landkreisen, also Bad Neuenahr, also Ahrweiler, Euskirchen, Rhein-Erft-Kreis und Rhein-Sieg-Kreis sind die vier Kreise, also drei in Nordrhein-Westfalen, einer in Rheinland-Pfalz, die da die Zielgruppe für die Veranstaltung sind. Und ich verspreche uns davon, vielleicht auch tatsächlich in dem Sinne dessen, was ich skizziert habe, den Wiederaufbau vielleicht gewisse strategische Leitlinien zu verleihen oder eine Wiederaufbaustrategische Leitlinie anzulegen. Wir haben jedenfalls aus der Region, aus vielen Kommunen mitgenommen, dass das Bedürfnis relativ groß ist, dort auch eine Orientierung zu bekommen. Expertise ist gefragt durchaus, weil gerade kleinere Gemeinden natürlich auch sich sehr schwer tun, solche Fragestellungen fachlich und sachlich jetzt angemessen unter dem Druck, in dem sie stehen, natürlich der Überforderungssituation jetzt langfristig strategisch anzugehen. Und da wollen wir Ihnen jetzt unter die Arme greifen, weil die Gelegenheit ideal ist, weil wir letztendlich drei Forschungsprojekte in einem Förderprogramm des BMBF in dieser Region zurzeit tätig sind, also nicht nur im Kreis Euskirchen mein Projekt, sondern auch ein anderes Projekt in meinem Erftkreis und ein drittes Projekt unmittelbar auch im Kreis Neuenahr-Ahrweiler. Und da ohnehin Kontakte zu den Kommunen bestehen, die jetzt auch genutzt werden können, um einfach die Akteure und Akteurinnen jetzt zusammenzubringen in dieser Veranstaltung. Herr Professor Greiving, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich fand es sehr interessant, habe viel mitnehmen können. Ich denke, das gilt auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wissen Sie, ist Presse oder sind Medien bei diesem Termin, dieser Veranstaltung zugelassen? Es ist jetzt alles relativ kurzfristig. Es steht eigentlich auch erst seit gestern, seit heute Morgen fest, dass es in Rheinbach stattfindet. Das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen klären. Ich gehe davon aus, dass es natürlich im Interesse aller Beteiligten liegen müsste, dass es auch eine mediale Aufmerksamkeit erfährt, in welcher Form auch immer. Ob durch anwesende Vertreter und Vertreterinnen oder über Pressemitteilungen, aber das findet sich noch in Erklärung. Also da bin ich sehr interessiert, sehr spannendes Thema und gut, dass das auch so zeitnah passiert. Und dann hoffen wir, wie Sie es vorhin angedeutet haben, dass dieser Wahrnehmungskorridor möglichst lange anhält und in der Zeit dann auch entsprechende Entscheidungen getroffen werden, um in dem Bewusstsein, dass jeder investierte Euro 100 Euro Schaden abwenden kann, auch wenn es eine einfache Formel ist, sie ist sehr eindeutig. Ich bedanke mich recht herzlich an Sie und schicke schöne Grüße nach Dortmund. Vielen Dank. Ja, ich danke auch für die Gelegenheit. Ja, schauen. Ja, danke. Tschüss.